Hallo liebe Camper, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal bei Mika Caravan in Dinkelsbühl. Ich möchte euch heute das Fahrzeug zeigen, das fertige Fahrzeug, wo wir verbaut haben vom letzten Video. Das war ein Knaus, wo wir hinten die ganze Elektrik umgebaut haben, den Wechselrichter, Ladebooster, Solaranlage, Alarmanlage und so weiter und so fort. Und da möchte ich euch heute das Vollendete zeigen. Das Dach kurz anzeigen, weil da war ja ein kleiner Fehler. Da hat man die Dose falsch rum, die haben wir natürlich korrigiert. Und dann haben wir die hintere Situation komplett fertiggestellt. Und wie das ausschaut, das möchte ich euch kurz zeigen in einem kurzen Video. Und da schauen wir uns das jetzt einfach in der Werkstatt, nein, draußen zusammen an. Also, gehen wir schnell, auf geht's. So Leute, hier haben wir jetzt den fertigen Knaus. Und jetzt wollte ich euch das Dach nochmal zeigen, weil das ist natürlich jetzt auch fertig. Ich habe es ja im vorhergehenden Video schon mal gezeigt und ich bin dann darauf angesprochen worden, weil uns da ein kleiner Fehler passiert ist. Hier diese Dachdose, ich zoome die mal ran. Die war verkehrt rum drauf. Die haben wir jetzt natürlich berichtigt und richtig rum montiert, weil es ist natürlich in der Aussage vollkommen richtig, dass diese immer mit der Verschraubung weg von der Fahrtrichtung sein muss. Muss man sich natürlich vorstellen, wenn man fährt im Regen, ist das ja gerade die Gischt, Sprühring oder wenn es um eine Eiche regnet, man fährt dann mit 80 km/h. Was dann natürlich, das ist dann wie mit einem Dampfstrahler da reinhalten. Und das geht natürlich gar nicht, weil auf Dauer macht da jede Verschraubung natürlich, kann sein, nicht mit. Und drum ist auch diese Verschraubung so, also beziehungsweise diese Durchführung so, damit es auch passt und dementsprechend alles fachgerecht und richtig montiert ist. So, hier sehen wir jetzt das fertige Ergebnis. So schaut er aus, der Knaus, wenn er richtig montiert ist, wenn er fertig montiert ist. Hier haben wir die zwei, zack, zack, die zwei Laderegler vom WCS verbaut mit jeweils die Bluetooth-Tongel hier in der Mitte. Sieht man schön. Dann haben wir hier die 2000er 60er Kombi stehen. Der Aufwand war natürlich enorm, habt ihr ja auch gesehen, wir mussten alles hier komplett neu gestalten, weil die zwei Akkus hier übereinander bauen. Da haben wir natürlich das neue Gestell gebaut, das heißt, wir mussten die zwei Schaltkästen komplett versetzen. Dann haben wir hier die Blende komplett neu eingebaut. Hier haben wir dann den Hauptschalter hergemacht, schön zugänglich. Dann haben wir hier auch nochmal Licht dazu gemacht, damit, wenn man hier mal ran muss, damit man auch schön sieht, wo es hier hingeht, was man machen muss. Hier auf der Seite haben wir den Ladebooster verbaut. Warum haben wir den hier verbaut? Damit man schön an den Rapid-Knopf rankommt, ohne große Probleme. Das ist die Sicherung für Ausgangsseite. Die Eingangsseite ist natürlich vorne bei der Batterie. Die Sensorleitungen dementsprechend sind auch da, wo sie hinkommen. Und wenn wir jetzt mal hier einen Blick reinwerfen, da sehen wir die ganzen Aufbausicherungen, wo wir alle verbaut haben für Solarregler, für Verteiler, Wohnmobil, für die Hubstützenanlage und so weiter. Hier die Wechselrichtersicherung, dementsprechend alles ordentlich, so wie es gehört, befestigt, Batterie machen, kein Zocker mehr. Auch ohne diese ominösen, Verzurrgurte, die ich sowieso hasse wie die Pest. Man kann das alles viel besser lösen. Und das haben wir hier auch sauber und ordentlich umgesetzt. Das Brett kann man natürlich wettmachen. Dann kann man hier unten auch schön reingucken, kann da schön ran an die Verteiler und alles, weil das ist eingehängt. Das kennt ihr ja, bei Knaus ist das so. Das klipst man einfach aus und kann es nach oben rausziehen. Also wunderbar gelöst. Zum nächsten haben wir hier den FI verbaut für unseren Wechselrichter. Wichtig ist auch immer, wenn man FI verbaut, nicht nur einfach verbauen, ist er 30 mA, sondern dann auch mit einem Prüfgerät richtig testen. Und hier haben wir so ein spezielles Prüfgerät, so werden alle Steckdosen im Wohnmobil einmal durchgeprüft, getestet, ob der FI auch innerhalb dieser Zeit, in der vorgeschriebenen Zeit, auslöst, dass das auch alles wirklich wunderbar funktioniert. Das ist ein ganz wichtiges Sicherheitsthema, wird auch alles protokolliert, aufgeschrieben, damit wir da keinen Fehler drin haben und damit wir da alles sauber und ordentlich verarbeiten.
Das ist, ja, ich sage jetzt einfach Pflicht und das muss auch richtig ordentlich sein. Ja, mehr gibt es hierzu eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Im Innenraum haben wir gar nicht so viel gemacht. Wir haben die LTE-Antenne verbaut. Dann haben wir noch das Display natürlich übers Fahrerhaus gesetzt, über die Tür gesetzt, wo es hingehört. Aber das habe ich euch ja schon gezeigt. Mir ging es jetzt einfach nur mal darum, dass ihr hier mal seht, den Ist-Zustand, den fertigen Zustand, wie es ausschaut. Was das Fahrzeug natürlich auch noch bekommen hat von uns, sind die RIP AirTune-Filter. Also da muss ich sagen, sind wir mega begeistert, wie auch unsere ganzen Kunden. Alle Fahrzeuge, oder ich sage jetzt mal fast alle Fahrzeuge, die bei uns hier untergebaut waren, die kriegen auch immer AirTune-Filter-Set, wo wir damit verbauen, weil sie einfach echt effektiv sind und das funktioniert ohne Probleme und macht auch richtig Spaß für den Kunden, weil er dann einfach bessere Luft kriegt, staubfreiere Luft kriegt. Die Frauen, die Hausfrauen freuen sich auch oder auch die Hausmänner, weil sie weniger putzen müssen, weil der Staub nicht so sehr in der Luft ist. Also echt im Gesamten einfach eine ganz tolle Geschichte. Muss ich sagen, ist echt mega. Ja, in dem Sinn, hier der Umbau fix und fertig. Also ich glaube schon, das kann man Premium-Umbau nennen. Also das ist schon echt eine tolle Sache. Also, dann sehen wir uns gleich. So, ihr seht, jetzt sind wir im Inneren des Fahrzeuges. Da haben wir die Wechselrichtereinheit, habe ich ja letztens schon mal erklärt, von der Kombi dementsprechend. Und das war eigentlich schon alles, was wir hier verbaut haben. Auf der Seite haben wir dann noch unseren Ruder verbaut mit der LTE-Antenne, damit dementsprechend der saubere Empfang gewährleistet ist. Einrichtung macht dann der Kunde mit der SIM-Karte. Auch das ist ordentlich und sauber gemacht. Ja, und ansonsten haben wir da drin gar nicht mehr viel fabriziert. Das Auto selber ist ein schöner Knaus, muss man sagen. Tolles Gerät, muss ich wirklich sagen, gefällt mir sehr gut. Ich wünsche den Kunden richtig viel Spaß damit. Wir sind fertig, durchgeprüft ist er. Der wird jetzt dann auch gleich geholt. Ich glaube, der Kunde freut sich auch schon drauf. Wir freuen uns auch. Also echt eine tolle Sache. Und ja, dann hoffen wir mal, dass er gut hierher findet. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Ja, so schaut das fertige Produkt aus. Ich denke, das ist uns ganz gut gelungen und der Kunde ist mega glücklich. Ein paar Kleinigkeiten müssen wir noch machen. Das Fahrzeug kommt dann nochmal, da kriegt er nochmal Airline-Schiene, einen zweiten Fernseher hinten im Schlafzimmerbereich. Das werden wir alles noch im zweiten Step dann gar fertigstellen. Und ich denke, der Einbau lässt sich richtig gut anschauen und ist eine tolle Sache geworden. Nächste Woche haben wir dann ein Kastenwagen, den hier, werden wir umbauen, weil der ist verkauft. Da werden wir uns dran machen, da werden wir Autos tauschen. Das werde ich morgen machen, damit die Werkstatt wieder gefüllt ist für den Montag, wenn unsere Mitarbeiter kommen. Da werden wir den hier anfangen zum Umbauen dementsprechend, damit der Kunde den Ball haben kann. Und dann müssen wir, den haben wir noch dastehen, ein Mobilwetter. Das habt ihr ja schon mal gesehen, das Video, und den werden wir auch wieder in Aktion sehen, den werden wir jetzt gar fertig machen. Und da haben sich jetzt die Gegebenheiten gelegt und da werden wir jetzt dann auch dementsprechend loslegen und damit auch dieses Fahrzeug dann fast fertig oder bald fertig ist. Denn wir haben Arbeit verrückt, dann haben wir noch ein Auto unten stehen. Den müssen wir auch fertig machen, der ist verkauft, auch den müssen wir gar herrichten und umbauen. Und ja, so geht eins zum nächsten. Dann kommt nächste Woche noch zwei Autos zu uns, die kommen auch noch dazu. Also nächste Woche ist wieder volles Programm hier im Haus und haben wieder richtig gut zu tun und da freuen wir uns auch schon wieder richtig drauf. Volle Mannschaft ist da, der 10. Januar ist nächste Woche, Montag. Und ja, ich wie soll ich sagen, habe tolle Prognosen für das Jahr für mich aufgestellt. Ich glaube, es wird ein super schönes Jahr mit ganz tollen Herausforderungen und neuen Dingen, die auf uns zukommen. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Also, in dem Sinn möchte ich euch dieses Mal gar nicht so lang zulabern mit meinem Gedönse und wünsche euch einfach noch ein wunderschönes Wochenende.
Wetter soll, weiß ich nicht. Heute Nachmittag hat es ein bisschen geschneit. Mal gucken, wie es wird. Kalt ist es. Naja, ist ja auch Winter. Aber ich denke, das wird sich auch bald geben. Passt bitte auf euch auf. Ganz wichtig, gesund bleiben, gesund bleiben, gesund bleiben. Und dass wir die kommende Saison richtig gut genießen können. In dem Sinn, schönes Wochenende. Genießt es, erholt euch. Über ein Like freue ich mich, genauso wie eure angeregten Kommentare. Übrigens noch ganz lieben Dank für eure letzten Kommentare unter dem Video. Ganz, ganz top. Also war tolle Interaktion, hat mir richtig gut gefallen. Viele haben drunter geschrieben, was sie haben und so weiter. Mega, mega gut. Absolut toll. Würde mich freuen, wenn das wieder so wird. Einfach drunter schreiben, was ihr habt, wie ihr das seht. Da freuen wir uns natürlich ganz gewaltig drüber. Genauso über ein Abo, damit ihr hier nichts verpasst in unserem Kanal, auf unserem Kanal. Viele Dinge werden dazu kommen, werden auf euch zukommen, werden neue Sachen vorgestellt, werden neue Umbauten und spezielle Umbauten und. Da wird es ganz viel geben dieses Jahr. Also, bleibt gesund, schönes Wochenende und liebe Grüße aus Dingespiel. Ciao, ciao.